Folge. Ja, wir neigen uns, glaube ich, langsam dem Ende, beziehungsweise wir kommen meiner Großmutter auf die Schliche. That's the cabin! Grandma must be inside! Grandma! Grandma! Oh, Schreien. So, ich bin sensibel. Ich scheine die Hütte gefunden zu haben, von der Großmutter geschrieben hat. Jetzt habe ich es fast geschafft. Ich habe schon mehrmals gerufen, aber es kam keine Antwort. Ich werde hineingehen. Ja, schauen wir uns um. Da fehlt der Lichtschalter. Und dann Batterien. So funktionieren Lampen. Aber da fehlt noch die Glühbirne. Und die haben wir nicht. Also müssen wir noch wahrscheinlich, genau. Weste, Polsterkanone, Kugelbügel, eisenfeuerliche Karte, Schreibmaschine, Lampenbirne, Zielstellen, Axt, Öl. Kanne und eine Hammer da. Nur noch eine Karte und eine Kanonenkugel. Nur noch eine Karte. Gut, dann haben wir die Welt gefunden und dann setzen wir die nochmal ein und dann sollten wir Licht haben. Perfekt. This is some kind of fluid-based lock. How bizarre. I guess I should rearrange these pipes so that the fluid reaches the green lamp. Someone was here just a moment ago. The tea in the mug is still warm. Grandma! Grandma! Oh, I'm so happy to see you! How did this happen, Grandma? What is going on? Ihr gesamtes Leben hatte meine Großmutter ein schreckliches Geheimnis mit sich herumgetragen. Ein Geheimnis, das sie beinahe ihr Leben gekostet hätte. Vor langer Zeit wurde sie mit einem furchtbaren Fluch belegt, der sie in einen Werwolf verwandelte, ein Wesen, das man nur aus dem Reich der Märchen und Legenden kennt. In Vollmondnächten übernahm das Tier in ihr die Kontrolle über ihren Körper und es gab nur eine Sache, die das verhindern konnte.
Einen besonderen Trank, der aus den seltenen Kräutern gebraut wurde, konnte die Verwandlung aufhalten und ihre menschliche Gestalt bewahren. Der Trank war so wirksam, dass niemand jemals etwas davon ihrem Geheimnis ahnte, bis vor kurzem, als meine Großmutter es nicht mehr rechtzeitig vor Sonnenuntergang nach Hause schaffte und der Vollmond aufging. Nach beim Beobachten, wie sie sich zu verwandeln begann, und griffen sie in Panik an, aber sie floh ins Haus, um ihren Trank zu suchen. Mr. Oxford rannte ihr hinterher. Er folgte Großmutter bis in den Keller, wo sie die Kräuter für den Trank zusammensuchen wollte. Großmutter schlug ihn zurück und konnte gerade noch entkommen, indem sie ihn im Keller einsperrte, doch ihr war noch ein weiterer Nachbar ins Haus gefolgt, Mr. Mortimer. Er hörte Geräusche aus dem Keller und dachte, es wären die Bestie, also bewaffnete er sich, brach in den Keller auf und schnitt Mr. Fox die Finsternis die Kehle durch, bevor er überhaupt wusste, wen er da eigentlich vor sich hatte. Als ihm klar wurde, was er gerade getan hatte und seine blutüberschwemmte Kleidung sah, brach er in Ohnmacht zusammen. Großmutter kümmerte sich um ihn und gab ihm etwas Brandy, bevor sie sich auf die Flucht begab. Seit meiner Ankunft leitete Großmutter mich aus dem Schatten heraus und wachte darüber, dass mir kein Leid geschah, bis wir einander endlich in die Arme schließen konnten. Mir fiel ein gewaltiger Stein vom Herzen. Ich habe Großmutter gesund und wohlbehalten wiedergefunden. Nun müssen wir nur noch dafür sorgen, dass so etwas niemals wieder geschieht. Ja, also das war's mit dem Hauptspiel. Jetzt direkt noch in dieser Folge kommt das Bonuskapitel, weil das geht nicht ziemlich, ist ziemlich kurz, deswegen. Ja, wir haben das hier noch nicht gelesen. Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich unter der Hütte gefunden habe. Natürlich habe ich schon von mehreren gehört, aber ich hätte nie geglaubt, dass diese Geschichte tatsächlich wahr sind. Eine dieser schrecklichen Bestien ist hier im Keller der Hütte in diesem Moment. Aber sie hat mich nicht angegriffen. Sie bittet mich um einen Trank. Warum nun? Ja, weil es unsere Großmutter war. Oh, es sieht so aus, als wenn das Abenteuer noch nicht vorbei ist. Wir müssen den geheimnisvollen Robert finden, den Kerl, der ständig meine Großmutter verletzt hat. Okay. Du findest mich bei mir zu Hause, Robert. Robert, den Namen habe ich schon mal gelesen. Ich muss herausfinden, wer es ist. Scheinbar ist mein kleines Abenteuer noch nicht vorbei. Ich muss diesen geheimnisvollen Robert finden, den Kerl, der ständig meine Großmutter belästigt. Okay. Dann gehen wir mal nach Hause. The door is open. Really strange. Geige, CD, Ketchup, Schere, Birne, Bindfaden, Tasse, Lampe, Puppe, Kerze, Magazin, Apfel. Schere noch, eine Birne, eine Tasse, Kerze, Lampe und eine Puppe. Okay, das war doch die Puppe, eine Lampe und noch eine Tasse. Das ist da und die Lampe.
oben. Eine Geige. Okay, sonst scheint es durch ein Glöckchen nichts mehr zu sein. It looks like nobody is living here. I wonder where Robert has gone. Frag dich lieber, was mit dem Typen los ist. Wer stellt sich denn so weit in den Flur? Also, sag mal. Die große liegt die kleine Lose in der Geige. Danke, deine Geige. Okay. Hier fehlt scheinbar noch was. Und hier auch. Gut, dann gehen wir mal in den geheimnisvollen Raum. Noch so eine unheimliche Puppe. Okay, vielleicht. Mal geraten. Oh nee. Den Blockreihen übereinander stapelt. Wenn du den roten Knopf drückst, bleibt die Blockreihe stehen. Stimmt die Anordnung der Blöcke nicht komplett mit der vorigen Reihe überein, werden alle überhängenden Blöcke entfernt. Je mehr Reihen du übereinander stapelst, desto weniger Blöcke erscheinen und sie werden langsamer. Du hast gewonnen, sobald du 8 Reihen übereinander gestapelt hast. Die erste Reihe kann frei platziert werden. Warte, bis die Blockreihe genau über das vorige steht und drücke dann den roten Knopf. Ja, also haben wir alles richtig gemacht. Schlüsselkegel, Zwiebelkatze, Handschuh, Blume, Clown, Maske, Teekessel, Vogeltelefon und einen Bauer. Ich habe mir nichts davon gemerkt. So, Bauer. Telefon, Blume. Vogel da. Schlüsselkegel, Zwiebel. Zwiebel, Kegel, Schlüssel, Katze, Handschuhe, Wander und eine Blume, Clown, Teekessel. Gut, hätten wir das. Okay, kann man nicht einschlagen. Feuerzeug und der Schlüssel ist wahrscheinlich hierfür. Genau. Und wir haben uns fehlt eine Kerze. Gut, dann gehen wir mal zurück in das Gruselhaus. Und gucken genau nochmal da. Gemälde, Kerzen, Mahjong-Teil, Milch, Federball, Eisenbahn, Brot, Taube, Teller, Pilz, Kiste und eine Pfeife. Und noch ein Teller. Da oben. Das ist wahrscheinlich genau die Kerze. Und dann gehen wir mal zurück. Und lesen. Ich möchte ihn nicht kaputt machen. Zurück, um ihn was zu holen.
Also, Ziegel, Salz, Radio, Saft, Feuerlöcher, Schürhaken, Flugzeug, Rakete, Schädel, Tomate, Baseball, Schraubenzieher. Schraubenzieher, ein Schürhaken und Salz, ein Flugzeug und ein Schädel. Flugzeug und Salz immer noch. Gut. Looks like Robert was my grandma's neighbor, and he was actually trying to help, but then he got scared and ran away. The note that I found near the entrance must have slipped away. Liebste Freundin, es tut mir furchtbar leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Als mir das erste Mal klar wurde, was gerade mit dir geschah, wollte ich dir sofort beistehen. Aber die Situation geriet aus Kontrolle und ich bekam es mit der Angst zu tun und rannte einfach davon. Bitte verzeih mir. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei guter Gesundheit. Sollte dies der Fall sein, solltest du immer noch Hilfe benötigen. Bitte sieh in der Küche nach. Ich habe dir dort einen Trank hingestellt, der dich heilen wird. Dein Robert. Robert scheint der Nachbar meiner Großmutter gewesen zu sein und wollte ihr helfen. Doch dann bekam er es mit der Angst zu tun und ist weggelaufen. Die Notiz, die ich am Eingang gefunden habe, muss ihm runtergefallen sein. Well, this is a relief. Now we can go back home. And I won't tell my grandma anything. Voll süß vom Nachbarn. The Ad. Ja, meine lieben Leute, das war's mit diesem sehr kurzen Bonuskapitel, generell mit diesem sehr kurzen Spiel. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Ich wünsche euch, ja, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Let's Play.